Willkommen zurück zu Let's Play Lego Batman 2 DC Superheroes. Wir sind hier immer noch in oder unter Arkham Asylum. Und gerade hinter Scarecrow her. Und Robin stirbt dort hinten irgendwo. Dauerhaft. Wir stören ihn dabei mal nicht. Ah, verdammt, ich habe mich unsichtbar gemacht. Und so. Oh, mal 12, das war gut. Keine Ahnung, wie ich kontern konnte, wo der nicht mal angegriffen hat. Aber ist schon okay. Das hat mir Geld eingebracht. Wo ist der denn noch? Warum ist der hier unten? Robin, da bist du nicht nützlich. Wir brauchen dich hier oben. Das friert ja gut ein. Ja, Batman friert besser ein als das Wasser hier. So, endlich. Endlich kommen wir hier hoch und holen den Hebel ran oder an das Geld. Und Batman ist auch wieder frei. Ja, so, kommt dann. Mal 10. Und da ist Scarecrow schon. Aber er versteckt sich wieder mal hinter einer Tür. Mal 12. Und nichts. So, willst du mir auch nochmal Geld geben? Ja, okay, der kann fliegen. Kann halt nicht. Mal 2, nur leider kam da kein Geld raus. Aus dem. Ich verbrauche mal den Poweranzug, um die freizulassen. Oh, da ist der Bürger in Gefahr. Ja, gut. Wie kommt der eigentlich in die Zelle? Ah. Lass das mal los. Arm. Und das war's. Vermutlich. Auch nicht. So, jetzt war's das. Achso, doch noch nicht. Die auch nochmal. Nein, das war's. Jetzt war's es wirklich. Ach, die Treppen waren sogar eingefahren. Das habe ich gar nicht gesehen. Tiefe Pfütze. Können wir auch reingehen? Nein. Ja, die wollen mich aufhalten. Oh, ihr gebt auch noch Geld. Und gekontert. Keine Ahnung wie, aber... Ich weiß nicht mal, ob das Kontern ist. Okay, Robin. Wo ist der denn noch? Der hockt noch da ganz hinten und hat Pause gemacht, während Batman hier alles, die ganze Arbeit macht. Na gut, ja, was, meine rein hier, so. Robin, mitkommen. Jetzt bekommt er es auch mal hin. Sehr gut. Mach dich doch nicht die ganze Zeit unsichtbar. Scarecrow, bleib stehen. Sorry, aber dieser Bereich ist nur für randalierende Insassen. Was wird das? Das ist das. Und Scarecrow, der wird doch gerade größer, oder? Ja doch, der ist gerade deutlich größer geworden.
Er ist deutlich größer. Egal. Er hat trotzdem keine Chance gegen uns. Und er wird noch größer. Aber genauso schwach wie vorher. Kann man dort oben was mitmachen oder kommt es gleich? Ich glaube, das kommt gleich. So. Achso, das ist... Okay, jetzt merke ich wirklich mal, dass es kein Kontern ist. Sondern wenn wir genügend Gegner hintereinander, eine bestimmte Anzahl an Gegnern hintereinander besiegt haben, dann kann man das, diesen Spezialangriff machen, um Geld zu bekommen. Und halt um diesen Spezialangriff auszuführen. So, dann nach oben. So. Bringt uns das ein Jumbo, wenn wir da zu nahe dran kommen? Nein, okay, das tut gar nichts. Aber es ruckelt. Ja, super, Batman, toll gemacht. Dann darf Robin jetzt mal. Wir machen das nie wieder mit Robin. Lässt der kurz vorher einfach noch los. Fast haben wir es nicht geschafft. Oh, das erste Mal hat er uns getroffen und direkt, glaube ich, 2 Schaden gemacht. Und wir haben von vorhin von irgendeinem Gegner so wenig Leben. Noch einen Schaden bekommen, meine ich. Computer, Fernzuschaltung. Bad Computer, Fernzuschaltung aktiv. Hintergrundstrahlung identifizieren. Strahlung stimmt überein mit Energiesignatur des US-Verteidigungsministeriums, Projekt JSG 817, derzeit in Entwicklung bei LexCorp. Nun, ich denke, wir wissen, wer dem Joker aus dem Gefängnis half. Lex Luthor? Was will ein aufrechter Präsidentschaftskandidat wie Lex Luthor mit dem Joker? Es heißt, dass Lex Luthor gar nicht so aufrecht sei. Vielleicht sollten Sie jemand Bericht erstatten. Morgen ist Wahltag. Sir, es gab einen Einbruch bei Ace Chemicals. Das ist bestimmt der erste Streich des Jokers. Aufgabe im Asylum. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. 454.000 Stats haben wir nun. Superheld natürlich. Elektroanzug haben wir bekommen und den Eisanzug. Und Minikits haben wir nur 1. Das wird anscheinend von Level zu Level momentan weniger. Und jetzt haben wir auch 10 goldene Steine insgesamt von 250. Schnellzer ist dann. Ich habe mir erlaubt, die Fernterminals des Bad-Computers zu aktivieren. Mhm. Dann testen wir das mal aus.
wenn du versuchst, mich loszuwerden, dann bin ich gleich wieder da. Das ist dann wohl ein Charakter, den man freischalten kann. Der wird ja auch dann angezeigt. Was kann ich für Sie tun, Sir? Gerade nichts. Wollen wir uns den vielleicht holen? Na gut, doch. Komm, wir holen uns den. Einen Charakter holen wir uns. Ob wir uns den jetzt kaufen? Weiß ich nicht. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob man den direkt kaufen muss, wenn man ihn besiegt hat, weil ich weiß nicht, dass man gegen den kämpfen muss. Dann bin ich gleich wieder da. Na, drei Leben hat er, dann mal ausprobieren. Aber erstmal hier das Geld einsammeln. Ja, warte mit deinem Boomerang. Das Geld ist wichtiger. So, und der Battle Rang ist noch besser. Wir lassen ihn gar nicht angreifen. Und geschafft. Ja, nee. Viel zu teuer. Warum kostet denn der erste Charakter, den man freischalten kann, so viel? Was kann ich für Sie tun, Sir? Wird ja immer noch angezeigt, ja. Ob Was man kann ich für Sie tun, Sir? Weiß nicht, ob man dann das nächste Mal nochmal gegen ihn kämpfen muss. Ich hoffe mal nicht. Naja, egal. Wir fahren dann jetzt mal zu East Chemicals oder gegen den Baum. Auch okay. Nun können wir uns die Karte ansehen hier. Aber das haben wir auch schon vorher getan. Stein. Super. Irgendwo rechts von uns müssten sich auch die botanischen Gärten befinden. Ja, wenn man jetzt da hochfährt, da kommt man zu den botanischen Gärten. Das weiß ich noch, aber da fahren wir jetzt nicht hin. Wer parkt hier eigentlich so? Ah, toll. So, Elektroanzug steht dort hinten. Hast du auch mit Dynamit zu werfen? Rote Steine, 20 Stück gibt es. Und ich glaube, ich weiß gerade wieder, wo man einen herbekommt. Aber den können wir uns, glaube ich, noch nicht leisten. Entweder 1 Million oder 500.000. Wir testen das gleich mal. Vielleicht kommen wir dran vorbei. Vielleicht erkenne ich das ja. Ja, das hier können wir mal aktivieren. Irgendwo hier in der Nähe ist das. Wir fahren ja gleich einmal rum. Ich möchte das jetzt finden. Wenn ich mich schon ungefähr daran erinnern kann, wie und wo man das bekommt, dann... Also das ist die Erde. Sinestro. Wie kann man sowas nur ertragen? Ja, Sinestro holen wir wann anders. Da kommen wir jetzt auch noch gar nicht hoch. Der ist da oben irgendwo auf dem Dach. Fliegen können wir noch nicht. Dafür haben wir noch nicht den richtigen Charakter. Was kann ich für Sie tun? Charaktere. So. Rotorstein. Ja, da muss man immer komplett zum Stehen bleiben. Das ist gerade richtig. Man muss komplett stehen bleiben. Ansonsten kann man sich nicht umgucken. Jetzt guck dich um. Toll. Ich finde den. Irgendwo hier ist er, das weiß ich. Aha. Oh. Na egal. Das ist sie doch. Wenn ich dort diese Absperrung sehe. Oder vielleicht ist das auch einfach nur eine Absperrung, dass man hier nicht reinfährt. Ja, scheint so zu sein, verdammt. Oh ja, toll, die kann man ja sogar zerstören. Ja, dann sind wir ja falsch. Irgendwo hier ist das. Nur wo? Ich möchte das finden.
Vielleicht war es ja auf der rechten Seite. Ja doch, rechts war richtig. Zumindest, wenn man noch von dort vorne kommt. Wo ist das? Der Ruckler hilft nicht. Wir suchen noch ganz kurz. Aber jetzt auch nicht mehr allzu lang. Ja, dort vorne ist es nicht. Das ist irgendwo hier. Also dort vorne sind natürlich auch rote Steine. Aber hier irgendwo doch auch. Das weiß ich doch noch. Hier links drin vielleicht? Nein. Ja, auch nicht. Der kann im Spiel nicht ruckeln. Aufhören damit. Na gut, dann halt nicht. Dann fahren wir jetzt hier lang. Na gut, das ist nicht der beste Weg. Wir drehen nochmal um. Moment mal. Ja, toll, jetzt stehen wir sehr im Weg. Aber sowas habe ich gesucht, nur mit Fahrzeugen. Also mit Autos. Und nicht mit Schiffen. Naja, egal, dann machen wir das einmal. Achso, da hier lebt er noch. So, geschafft. Ja, wir haben einen roten Stein. Den sieht man nur leider nicht. Hier ist er. Der ist falsch. Das ist natürlich jetzt blöd, dass der da so rumliegt. Und dass wir nicht mehr in unser Betten rankommen. Na egal, dann nehmen wir uns hier den Bus. Der ist ganz schön schnell. Für einen Bus. Hätte noch gehofft, das hier vielleicht zu sehen, wenn ich kurz nach links abbiege. Der Mini-Detektor, Mini-Kit-Detektor ist aber sehr günstig. Dann denke ich mal, dass der Stat-Multiplikator mal 2 auch ziemlich günstig sein wird. Sehe ich das vielleicht noch von hier? Naja, leider nicht. Naja. Hörst du auf, ihr Zeug zu werfen? Okay, aber ich werde den Part jetzt hier schon beenden. Und dann, ja, dann bis zum nächsten Mal.